willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie man in Pokémon Schwert und Schild, Ammonitas und die anderen Fossil-Pokémon aus der ersten Generation bekommt. In Schwert ist das so, man kriegt Ammonitas und die Weiterentwicklung und in Schild die anderen beiden. Man kann die anderen beiden aber halt auch aus den Raids holen. Also aus diesen Abenteuer-Raids. Wenn man Glück hat, taucht das da auf und dann kann man das auch fangen. Deswegen kann man eigentlich bei beiden Teilen beide bekommen. Nur bei den Abenteuer-Raids ist es halt einfach ein bisschen Glück. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wo wir hier sind, würde ich sagen. Und zwar braucht ihr leider das Schneelande-DLC dafür. Und am besten fliegt ihr dann zum Bett des Giganten und fahrt einmal hier rum zur Sohle des Giganten. Und zwar ist da halt dann halt so ein kleiner Fluss, würde ich ihn jetzt mal benennen. Und halt, der halt in eine Höhle reinführt. Und da bekommt ihr halt schon mal die erste Entwicklung. Die taucht auch da im Wasser relativ oft auf. Also das ist gar kein Problem. Ihr werdet es auch nicht übersehen können. Und meistens ist es immer so um Level 60 rum, wo man das fangen kann. Wir gehen jetzt mal auf Flüchten. Und die Weiterentwicklung könnt ihr auch direkt hier fangen. Und zwar müsst ihr einfach den Fluss weiter entlang fahren. Das dauert aber lang hier. So. Und dann müsst ihr halt rechts in die Höhle rein und einfach weiter rechts fahren. Und dann kommt ihr auf so eine kleine Plattform hier vorne. Und hier taucht auch die Weiterentwicklung auf, wie ihr seht. Die ist nicht immer da, wenigstens bei mir manchmal nicht. Aber am Wetter liegt das nicht, sondern einfach, weil es einfach seltener auftaucht. Es kann sein, dass es manchmal etwas länger dauert. Man kann natürlich sich das auch selber weiterentwickeln, aber für die Leute, die halt zu faul sind, man könnte auch die Weiterentwicklung direkt fangen. Ja, das war es von mir schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne wieder einen Kommentar und ein Like da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.